und herzlich willkommen hier vom Schweriner See bei herrlichem Maiwetter. Leicht bewölkt, aber das hält uns nicht davon ab, heute das Spitzen- oder das wichtigste Modell unserer Suncruiser-Serie vorzustellen. Die 690 Suncruiser ordnet sich in der Produktpalette von Atlantic Marine genau zwischen der 630 Suncruiser, dem kleinsten Modell dieser Range, und der 730, dem Topmodell, ein. Es ist für uns, für Atlantic Marine, das stückzahlenstärkste Modell der Serie. Es ist ein unglaublich vielseitiges Boot, was wir versuchen werden, in den nächsten 15 Minuten oder 20 Minuten euch ein bisschen näher zu bringen, auf die Vorteile einzugehen und darzulegen, warum es lohnenswert ist, sich vielleicht für dieses Schiff zu entscheiden. Der Vorgänger der 690 Suncruiser war die 655 Suncruiser, die wir in den vergangenen 7 Jahren an sehr viele Kunden sowohl im deutschen Binnenrevier als auch an den europäischen Küsten verkauft haben. Zur Saison 2019 hat diese 655 ein Facelift, oder wie man modern im Automobilbereich sagt, eine Modellpflege erhalten. Der Innenraum ist etwas größer geworden, der Name hat sich verändert und es sind ein paar entscheidende Features dazugekommen, die den Nutzwert des Bootes entscheidend erhöhen. Als wir uns im Februar 2018 mit dem Projekt erstmals auseinandergesetzt haben, unserer erfolgreichen 655 Suncruiser eine Frischzellenkur zu verpassen, war Triebfeder unseres Handelns das, was uns unsere Kunden auf der Messe, Kunden, die dieses Boot bereits besessen haben, mit auf den Weg gegeben haben. Wir haben versucht, einige wenige Punkte zu ändern, die aus der 655 eben ein noch besseres Boot machen, Details zu ändern, die Praktikabilität weiter erhöhen und den Nutzwert an Bord steigern. Als allererstes war es uns wichtig, dass wir auf dem Sundeck-Boot eben auch die Möglichkeit schaffen, auf dem Sonnendeck zu liegen mit abgespanntem B-Mini-Top. Bis jetzt war es auf der 655 nicht möglich, aus dem Pflichtbereich eine Sonnenliege zu machen, sodass sie bei wirklich sehr schönem Wetter auch die Möglichkeit haben, an einem schattigen Plätzchen sich liegend zurückzuziehen. Das Zweite, was wir verändert haben, ist, dass aus einer geraden Sitzbank im Pflichtbereich des Schiffes eine U-Sitzgruppe aufgedeckt werden kann. Das haben wir umgesetzt mit in den Bordwänden seitlich versenkbaren Sitzflächen. Dadurch ist es möglich, wenn Sie mit mehreren Leuten an Bord sind, eben eine gemütliche Chill-Out-Area im Pflichtbereich dieses Schiffes aufzubauen. Die 690 Suncruiser ist tatsächlich 6,90 Meter lang und 2,51 Meter breit. Sie ist bis 250 PS motorisierbar und bietet in der Zertifizierung nach C bis zu 7 Leuten Platz an Bord. Das Schiff läuft reell ab 135 PS in der Spitzenmotorisierung, so wie wir heute sie ausprobieren werden. Mit 250 PS läuft das Schiff in der Spitzengeschwindigkeit jenseits der 80 Stundenkilometer. Um es auf der Straße transportieren zu können, brauchen Sie einen 2,5-Tonnen-Trailer, mit dem Sie das Schiff dann problemlos zu zweit an jeder Traileranlage ins Wasser befördern können. Suncruiser-Modelle erfreuen sich seit vielen Jahren bei den Kunden immer größerer Beliebtheit. Das hat in erster Linie 2 Gründe. Während beim klassischen Daycruiser-Modell der Schwerpunkt auf den Pflichtbereich, auf den offenen Pflichtbereich des Schiffes liegt und die Kabine eine sehr klein interpretierte Art einer Schlupfkabine ist, ist bei Sundeck-Konzepten oder Suncruiser-Modellen, so wie wir sie nennen, die Platzverteilung zwischen Pflicht- und Kabinenvolumen relativ gleich aufgeteilt. Wir haben dadurch ein deutlich höheres Volumen in der Kabine bei gleicher Bootslänge im Vergleich zu einem Daycruiser. Und wir haben trotzdem einen entsprechend großen Pflichtbereich hier an Bord des Schiffes, der keine Wünsche offen lässt, wenn man eben wie im Fall der 690 mit 6 oder mit 7 Leuten einen Tag auf dem Wasser verbringen möchte.
Darüber hinaus sind Boote, die im Sundeck-Konzept gebaut wurden, natürlich bedingt mit einem höheren Freibord ausgestattet. Das heißt, sie sind rauwassertauglicher und vermitteln das Gefühl einer deutlich größeren Rauwassertauglichkeit. Der 96 Sun Cruiser zeigt sich ausgesprochen aufgeräumt, klar strukturiert und sauber angeordnet. Wir haben hier Analoginstrumente um den zentralen 7 Zoll Kartenplotter von Garmin. Es ist alles auf den ersten Blick ablesbar. Hier links angefangen mit der Trimanzeige, der Drehzahlmesser mit dem digitalen Betriebsstundenzähler, die Geschwindigkeitsanzeige und natürlich die Füllstandsanzeige für den Kraftstofftank. Der Kraftstofftank auf diesem Boot umfasst 200 Liter und ist unter Flur mittig im Schiff verbaut, sodass wir von der Ausbalancierung des Schiffes ihn tief unten im V-Rumpf haben, um optimale Werte zu erzielen beim Beschleunigen und beim Fahrverhalten des Schiffes. Das 7 Zoll Gerät von Garmin ist ein moderner Kartenplotter, der alles mit sich bringt, was ein Freizeitkapitän von so einem Gerät erwartet. Wir haben eine Navigationsfunktion, wir haben eine Echolot-Funktion, wo wir zwischen einem traditionellen Echolot-Bild und einem Clearview-Downview-Bild, also einem hochauflösenden Bodenscan, wählen können. Und wir haben den Motor über einen NMEA 2000 Datenbus mit dem Kartenplotter verbunden, sodass wir alle motorrelevanten Daten eben auch auf dem Bildschirm visualisieren können. Das Touch-Display bietet mehr als nur eine moderne Haptik. Es ist auch super einfach zu bedienen und unter jeder Sonneneinstrahlung klar und deutlich ablesbar. Das Cockpit auf der 96, die wir heute hier im Tutorial testen wollen, ist in Leiter Platinum Grey eingefärbt. Das ist eine Sonderausstattung, die wir bei Atlantic anbieten. Es ist ein Feature an unsere Kunden, die das Schiff im mediterranen Raum in Kroatien oder auf Mallorca fahren, weil wir des einen oder anderen immer mal wieder gehört haben, wenn wir zu viel Weiß im Sichtfeld an Bord des Schiffes haben, ist der Blendeffekt, der dabei auftritt, zu groß. Wir haben das neue ab 2019 bei uns im Standardlieferumfang, das neue Schalterpanel mit modernen kleinen Rundschaltern, die im Falle des Aktivseins des elektrischen Verbrauchers blau-LED beleuchtet sind. Standardmäßig ist jeder Atlantic sowohl einmal in der Kabine als auch am Steuerstand mit einer 12-Volt-Steckdose und einer blau beleuchteten Doppel-USB-Steckdose ausgestattet, bei der Sie bequem Ihr Telefon oder Ihr Tablet laden können. Ein Blick auf das Dashboard zeigt uns den Überblick über die elektrischen Verbraucher an Bord der Atlantic. Jeder Atlantic ist ausgestattet mit zwei elektrischen Bilgenpumpen. Eine, die aus Sicherheitsgründen immer mit der Batterie verbunden ist, auch wenn Sie den Batteriehauptschalter ausgeschaltet haben. Diese Bilgenpumpe hat aus diesem Grund auch keinen Schalter, sondern nur einen Testtaster, mit dem Sie die Funktion der Pumpe von Zeit zu Zeit überprüfen können. Die zweite elektrische Bilgenpumpe wäre zuschaltbar, ebenso wie die Druckwasserpumpe für die Frischwasseranlage an Bord. Der Taster für die Hupe ist vom Symbol her genauso selbsterklärend wie der Taster für das Ankerlicht, für die Fahrbeleuchtung, für die LED-Innenbeleuchtung und für eines der Highlights hier an Bord, für die Ocean Lights, für die LED-Unterwasserbeleuchtung. Im Falle, dass die Schalter an sind, sind sie immer durch einen blau beleuchteten LED-Ring klar erkennbar.
Des Weiteren haben wir hier an Bord der 690 ein Fusion Signature Soundsystem verbaut. Das Highlight auf diesem Schiff, wenn wir die elektronischen Features hier beleuchten wollen, es ist ein Soundsystem mit einem 1600 Watt Verstärker, einem digitalen Subwoofer, 4 LED beleuchteten Boxen, was Ihnen in jeder Geschwindigkeit glasklaren und hochklassigen Sound an Bord gewährleistet. Der 250 PS Honda lässt sich ähnlich wie andere Motoren aus dem Wettbewerb mit einem sogenannten Smart Start System starten. Das heißt, es genügt, den Zündschlüssel anzutippen, man muss ihn nicht länger festhalten und schon läuft das V6 Aggregat. Der Motor ist mit einem audiovisuellen Warnsystem ausgestattet, was neben einer optischen Fehlermeldung Ihnen eben auch gleichzeitig einen akustischen Warnton mitteilen würde. Hier an Bord haben wir einen konsolenmontierten Einzelhebel verwendet, einen Schubregulator, der Ihnen maximalen Schaltkomfort gewährleistet. Dieser Motor ist ein mechanisch schaltender Motor, das heißt, die Steuerbefehle, um den Gang einzulegen oder Gas zu geben, wird konventionell über Bautenzüge zum Motor transportiert. Nichtsdestotrotz ist es ausgesprochen komfortabel zu schalten. Wir haben Schaltwiderstände unter 2 Kilo, sodass Sie wirklich nur mit Daumen und Zeigefinger den Gang einlegen können oder auskuppeln. Sie haben hier an der Schaltbox den Trimschalter montiert und darüber hinaus die Variante oder die Möglichkeit, wann immer es technisch erforderlich ist, den Gang auszukoppeln und den Motor mit erhöhtem Standgas zu betreiben oder zu starten. Neben der analogen Instrumentierung haben wir auch einen NMEA 2000 Datenbus hier an Bord des Schiffes, sodass Sie alle motorrelevanten Daten auf dem 7 Zoll Garmin jederzeit ablesen können. Ab der Saison 2019 sind bei uns die Polster in einem edlen Rautensteppe bestellbar, so wie wir das hier auf dem Seat Lux sehen. Dieses Schiff, die 690, ist mit 2 Seat Lux ausgestattet, einem edlen Polsterschalensitz mit besonders hochgezogener Sitzlehne, um maximalen Seitenhalt und hervorragenden Sitzkomfort zu gewährleisten. Beide Sitze, Fahrersitz und Copilotsitz, sind sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen verstellbar. Wir haben in dieser sogenannten Leaning Post Funktion die Stehsitzbank, wo Sie sich gegenlehnen können, in dem Fall, dass Sie im Stehen fahren wollen. Die Sitze sind drehbar, wenn man im Pflichtbereich den Tisch aufbauen möchte, um vielleicht bei einem Kaffee oder einem Glas Champagner zusammenzusetzen. Sie sind in der horizontalen verstellbar, ebenso wie in der vertikalen. Viele verschiedene Polstersorten und Arten können Sie auf der 690 auswählen. Hier ist die Variante Silvertex Beige gewählt mit einer hellgrauen Naht und einem schwarzen Steppmuster. So, hier hinten im Pflichtbereich zeigt sich eigentlich der größte Unterschied der 690 Suncruiser zu ihrem Vorgänger, zu der 655. Weil im Unterschied zur 655, die nur eine gerade Sitzbank hatte, haben wir hier in der 690 mit den seitlich wegklappbaren Sitzflächen die Möglichkeit, eine echte U-Sitzgruppe zu erzeugen. Das erhöht den Komfort an Bord, ermöglicht, dass man eben auch mit mehreren Leuten um die aufgedeckte Kaffeetafel drumherum sitzt, und hat darüber hinaus ein zweites ganz wichtiges Feature, nämlich die Möglichkeit, hier die zweite Sonnenliege einzudecken. Ja, zweite Sonnenliege aufgedeckt hier auf der 690. Wenn man das Bimini-Top jetzt aufklappen würde, haben wir eben auch die Möglichkeit, an Deck im Schatten zu liegen. Mit wenigen Handgriffen machen wir aus dieser Sonnenliege dann eben auch einen Tisch. Und so haben wir in Windeseile aus dem Sonnendeck eine gemütliche Sitzecke erzeugt, in der wir Kaffee oder Gin Tonic trinken können.
Bei der 655 Sun Cruiser hatten wir mittig im Schiff die Steckhülse für den Wasserskimast verbaut. Aufgrund der konstruktiven Änderungen hier bei der 690, der Änderung der Innenschale und des größeren Platzvolumens hier im Lichtbereich, haben wir eine Klappluke eingebaut, damit sie den Motor im maximalen Trimwinkel auch vollständig anklappen können. Dadurch konnten wir das Basement für den Wasserskimast nicht mehr mittig im Schiff verbauen und der neue Wasserskimast ist dementsprechend stabil über zwei Zugpunkte hier hinten im Schiff verankert. Grundsätzlich ist es im Bootsbau wichtig, einen optimalen Kompromiss aus Design und Praktikabilität hinzubekommen. Bei Atlantic Marine versuchen wir dieses konsequent umzusetzen. Unsere Schiffe sind alle ausgestattet mit einer selbstlenzenden Innenschale, wo die Lenzöffnungen auch dementsprechend der Dimensionierung sind, dass wenn sie wirklich mal durch schweres Wetter fahren oder viel Regen haben, der Plichtbereich sicher vom Wasser befreit wird. Beidseitig, sowohl hier auf der Backbordseite wie auch auf der Steuerbordseite, haben wir große Lenzöffnungen verbaut mit einer Mulde davor, dass das Wasser sauber ablaufen kann. Das Bimini Top ist im zusammengeklappten Zustand wie ein Tagerbügel montiert. In nur wenigen Handgriffen können wir es aufklappen, dass sie eben, wenn sie sich vor der Sonneneinstrahlung ein wenig schützen wollen, ohne viel Aufwand und ohne viel umständliches Umherbauen schnell das Sonnendach auf dem Pflichtbereich hier im Schiff montiert haben. Bei diesem Boot ist die Besonderheit, dass das Bimini Top auch das Basement für die Fahrpersonen darstellt. Wir haben hier zwei Seitenwände, ein Frontscheibenelement und ein Heckelement, dass sie den gesamten hinteren Bereich des Schiffes schließen können und so auch bei schlechtem norddeutschen Wetter Spaß auf dem Wasser haben können. Alle Polster an Bord jeder Atlantic, egal ob bei unseren Open-Modellen, bei den Daycruisern oder wie hier bei den Suncruisern, sind über Druckknöpfe abnehmbar, sodass, wenn sie das Schiff verlassen, sie alle Polster in der Kabine verstauen können, ohne dass sie von der Feuchtigkeit auf dem Wasser in Mitleidenschaft gezogen werden. Stauraum ist enorm wichtig an Bord, weil insbesondere bei Booten in dieser Größenordnung, bei einem 6,5 Meter Kabinenbootkonzept, kommt es darauf an, dass sie viele Sachen, die sie an Bord benötigen, eben ordentlich weglegen können. Die 690 Sun Cruiser zeigt enorm viel Platz an Bord in diversen Staufächern, die wir später noch zeigen werden, und hier in dem großen Heckstaufach, wo wir auch die elektrische Aufklemmung, die Batterien, die Bilgenpumpen, die Kraftstofffilter oder den Lichtmast zum Beispiel haben. Falls Sie Sorge haben sollten, dass Sie an Bord der 690 nicht genügend Stauraum für Rettungswesten und Fender haben, ich kann Ihnen sagen, selbst mit 2,2 Meter hat man hier hinten ausreichend Platz. Wäre fast eingeschlafen da unten eben. Polster wieder drauf. Kommen wir zu den Staufächern hier im Heck des Schiffes. Optimal für Fender und Festmacher, schnellen Zugriff drauf, und wenn wir dann auf die Badeplattform gehen, sehen wir, dass wir hier hinten bei der 690 auch viel Platz haben, wenn Sie eben Wakeboard fahren wollen oder einfach, wenn Sie in der Bucht liegen, nur ins Wasser springen wollen. Bei aktuell 13 Grad Wassertemperatur hält sich meine Motivation in Grenzen, Ihnen das am Live-Versuch zu zeigen. Aber überall auf der Atlantik sind Griffe angebaut, wenn Sie eben aus dem Wasser wieder an Bord kommen wollen, dass Sie sich überall
ordentlich und sicher festhalten können. Hier hinten auf der Badeplattform, wenn Sie eben aus dem Wasser kommen, haben Sie auch gleich die Heckdusche verbaut mit der druckgesteuerten Pumpe, einem 70 Liter Frischwassertank, dass Sie sich eben von lästigen Salzkristallen befreien können. Ordentlich dimensionierte Nordic-Klampen, hier 6 Stück an Bord, jeweils 2 Heckklampen, 2 Mittelklampen und 2 Bugklampen, sind Standard-Lieferumfang, genauso wie die Routenhalter, jeweils einer auf der Backbordseite und einer auf der Steuerbordseite montiert. Das Herzstück dieser 690 Sun Cruiser ist zweifelsohne Hondas bärenstarker und brandneuer V6 Motor. Hier der 250er, der alles in sich vereint, was Honda als größter Hersteller von Verbrennungsmotoren auf der Welt so zu bieten hat. Der Motor ist ausgestattet mit einer Reihe von technischen Highlights, angefangen mit dem Direct Air System, mit dem doppelten Luftansaugsystem für maximale Beschleunigung und lange Haltbarkeit. Der Motor hat ein VTEC-System, eine variable Einlassventilsteuerung, die einen besseren Füllungsgrad liefert, insbesondere in hohen Drehzahlbereichen, um maximale Beschleunigung zu liefern. Aber hat diese neueste Motorengeneration von Honda eben auch sehr praktische, sehr einfache Features, wie diese um den Motor laufende Scheuerkante. Das werden Sie hinten vielleicht beim Anlegen mal Kontakt zu einem Steg oder zu einer Spundwand haben, dass der Motor nicht gleich bekratzt oder beschädigt wird. Der Motor ist weiterhin mit den Honda-Systemen, die schon über Jahre bewährt sind, in den anderen Leistungsklassen wie Blast, wie Ecomo ausgestattet, um eben auch einen sehr sparsamen Motor zu haben, trotz dieser gewaltigen Leistung von 250 PS. Der Motor hat eine sehr einfache und sehr sichere 3-Punkt-Haubenverriegelung. Und wenn Sie diese 3 Hebel aufhaben, hat man eben einen Blick auf dieses beeindruckende Kraftwerk. Es ist ein 3,6 Liter Motor mit 24 Ventilen. Ein V6 Motor, der im Automobilbereich im Honda Odyssey verbaut wird, ein Großraum-Van, der vorzugsweise in den Vereinigten Staaten von Amerika auf den Straßen zu finden ist. Gesteuert wird die 690 Sun Cruiser mit Hilfe einer C-Star-Lenkung. C-Star, einer der größten und qualitativ hochwertigsten Hersteller von Marinelenksystemen, ermöglicht Ihnen an Bord dieses Schiffes, den 250er Honda präzise, passgenau und spielend leicht einzulenken. Die C-Star-Lenkung ist Standardlieferumfang an Bord jeder 690 Sun Cruiser. Hier hinten auf der Steuerbordseite befindet sich der Einfüllstutzen für den Kraftstofftank. Einfach aufzuschrauben, vernünftig mit Fuel beschriftet, dass es keine Verwechslung geben kann zwischen Frischwassertank und Kraftstofftank. Eignet sich auch von der Positionierung her sehr gut, nicht nur für Zapfsäulen, sondern eben auch für Kanisterbetankung, wenn Sie den Kraftstofftank befüllen wollen mit einem Kanister über einen Schüttelschlauch oder über einen Trichter. Können Sie eben aufgrund der Positionierung ganz entspannt den Kanister neben den Einfüllstutzen stellen. Wie auf jeder Atlantik ist auch auf der 690 natürlich der Batteriehauptschalter über Deck verbaut. Das heißt, es erübrigt sich wie früher in eine Luke reinkriechen zu müssen, um zum Beginn bei Fahrtantritt oder zum Schluss, wenn man wieder im Hafen ist, die Batterieanlage ein- oder auszuschalten. Hier haben wir einen 4-stufigen Batteriehauptschalter verbaut, wo Sie wählen können zwischen Batteriesystem aus,
Batterie 1, Batterie 2 oder beide Batterien. Ganz charakteristisch für alle unsere Suncruiser-Modelle bei Atlantic ist die asymmetrisch versetzte Konsole. Im Unterschied zum Wettbewerb ist die Steuerkonsole und der Kabineneingang bei uns nicht ganz zur Backbordseite rübergesetzt, sondern eben ungefähr im Verhältnis zu zwei Drittel. Das heißt, selbst auf der Steuerbordseite haben wir noch ein schmales Gangbord, was ausgesprochen praktikabel ist, wenn Sie eben an der Steuerbordseite im Hafen anlegen oder an einem anderen Schiff. Auf der Backbordseite natürlich haben wir das breite Gangbord, was auch bei hohen Wellen und rauem Wetter einen sicheren Gang nach vorne auf das Vorschiff ermöglicht. Hier auf den Bug des Schiffes geht man klassischerweise, wenn man eine Bucht gefunden hat, in der man ankern möchte und einen Powernap halten oder vielleicht einfach nur baden. Dazu hilft der nützliche Blick in den Ankerkasten, der auf diesem Boot auch dementsprechend groß dimensioniert ist. Wir beobachten immer wieder, dass gerade bei Booten hier in der 6,5 Meter Klasse Ankerkästen oft zu klein sind. Aber hier kriegen Sie jeden Anker rein, der eben ausreichend dimensioniert ist, um ein Schiff in dieser Größenordnung auch wirklich sicher an Ort und Stelle zu halten. Ja, weiter hier vorne auf dem Sonnendeck zu sehen, die Fenderkörbe, beidseitig Standardlieferumfang bei der 690 Suncruiser und hier mittig auf dem Sonnendeck die Decksluke montiert, ermöglicht maximale Luftzirkulation in der Kabine. Hier der edle Teakholzboden ist natürlich vom Finish her so auch schon optisch das absolute Highlight, aber hier, das hier vorne heißt nicht ohne Grund Sonnendeck. Die richtige Wohlfühloase wird es dann eben in dem Moment, wenn die Polster aufgedeckt sind, und wie es dann aussieht, das zeige ich Ihnen gleich. So sieht es eingedeckt aus. Die Sonnenliege, wie gesagt, bietet bis zu 4 Personen hier vorne Platz an Bord. Mit dem zusätzlich eingelegten Polster hier, um die Decksluke abzudecken, ist nur halb so stark von der Dimensionierung wie die anderen Sonnenliegenpolster. Aber dass Sie eben auch in der Variante mit der Decksluke optional die Sonnenliege vollflächig nutzen können. Beim Blick in die Kabine wird die Größe der 690 Suncruiser eigentlich erst richtig deutlich. Entspannt können hier bis zu 3 Personen in der Kabine Platz finden zum Schlafen. Wobei die Besonderheit zu erwähnen ist, dass man sowohl in der Längs- als auch in der Querrichtung bis zu 2 Meter Größe entspannt liegen kann. Ich kann das ja mal simulieren. Also, ich bin dann tatsächlich 1,82 und habe hier sowohl am Kopf als auch an den Füßen noch dementsprechend Platz, um vielleicht die Hoffnung noch nicht ganz aufzugeben, noch ein bisschen größer zu werden. Sehr schönes Kabinenkonzept. Hier hatten wir vorhin schon mal auf dem Sonnendeck oben erwähnt mit der Decksluke, auch ausgestattet mit einem Fliegengitter und eine Verdunklungsmöglichkeit. Sehr schön auch ab der Saison 2019 unsere Acryglasscheiben im Rumpf. Macht ein ganz anderes Kabinenfeeling hier an Bord, wenn Sie sich innerhalb der Kabine befinden. Natürlich ist aus der Liegefläche im Handumdrehen auch ein Tisch zu montieren. Polster runter. Tischplatte beiseite. Hier liegt dann auch von der Logistik passend gleich der Tischfuß mit dem Atlantik bekannten Verschraubmechanismus. Konischer Verschluss kann man hier vorne auch, wenn man etwas größer gebaut ist, entspannt sitzen und morgens frühstücken, wenn draußen das Wetter vielleicht mal nicht ganz so Suncruiser-like ist. Hier auf der Steuerbordseite verbaut ist das Porta-Potty, Standardlieferumfang
bei der 96 Sun Cruiser, hat seine ordentliche Stellfläche, einen festen Platz an Bord und für den Fall, dass sie es nicht nutzen, eben mit der weißen Luke abzudecken. Unter den Sitzpolstern haben wir bei der 96 hier auch noch weitere Staumöglichkeiten, sowohl beidseitig auf der Backbord- und der Steuerbordseite, genauso wie hier vorne im Bug. Ablageflächen hier an den Kabinenwänden, alle mit Alcantara bezogen, geben Ihnen die Möglichkeit, Sachen zu verstauen und einfach abzulegen, sei es das Kartenspiel oder einfach ein Getränk. Hier vorne im Standard-Tieferumfang ebenso montiert der große Spiegel mit der doppelten Beleuchtung hier vorne einzeln zu schalten, wenn Sie kurz bevor Sie einschlafen wollen, doch noch das ein oder andere Buch oder den Atlantik-Marine-Katalog lesen wollen.